Grüße euch. Dieses Video soll euch erklären, wie man einen Erbgang nach Mendel notiert. Das Verstehen ist ja das eine, aber wie man es richtig aufschreibt, etwas anderes, ohne den Überblick zu verlieren. Bevor ihr dieses Video verstehen könnt, solltet ihr euch fragen, ob ihr alle Grundbegriffe der klassischen Genetik auf dem Schirm habt und ob ihr die Grundprinzipien der ersten, zweiten und dritten Mendel-Regeln kennt. Wenn das der Fall ist, geht es mit dem Beispiel von Blacky und Roti, die ihr aus der dritten Mendel-Regel kennt, hier weiter. Und ich möchte am Anfang darauf hinweisen, dass es unendlich wichtig ist, die Allele vorher gescheit zu definieren. Allele, ihr erinnert euch, sind die beiden Zustandsformen eines Gens. In diesem Falle also zum Beispiel der Farbe. Blacky hat bezüglich des Gens Farbe die Zustandsform Schwarz und Roti die Zustandsform Rot. Diese beiden Informationen liegen gegebenenfalls ja auf zwei verschiedenen homologen Chromosomen, deswegen eben die Bezeichnung Allel statt Gen. Um es uns jetzt ein bisschen einfacher zu machen, schlage ich Folgendes vor. Das hier dominante Gen, Allel, benennen wir, anders als es hier steht, mit einem großen G und auf der anderen Seite mit einem kleinen G. Es ist viel einfacher, mit einem Buchstaben zu arbeiten als mit zweien, dann verliert man auch den Überblick nicht. Hier können wir bei Blacky, bei dem dominanten Schwarz, beim großen B bleiben, gehen aber bei Roti für die rezessive Form auf ein kleines B. Gewöhnt euch das ruhig an, dass ihr für das Gen den gleichen Buchstaben nehmt und für die beiden Zustandsformen bei dem dominanten das große und bei dem rezessiven das kleine wählt. Damit ist auch schon klar, was für einen Erbgang wir hier haben und auch nur für diesen gilt jetzt diese Notierungsform. Das ist ein dihybrider, dominant-rezessiver Erbgang. Am Anfang also bitte die Allele korrekt definieren. Ein großes G für gescheckt, ein kleines G für einfarbig, ein großes B für schwarz und ein kleines B für rot. Jetzt kann euch im Folgenden nichts mehr passieren und ihr könnt mit der P-Generation, mit der Parental der Elterngeneration beginnen und hier noch einmal die beiden Organismen nur hinsichtlich ihres Genotyps notieren. Das wäre dann also klein g, groß b mal groß g, klein b, klein b. Wenn ihr euch jetzt im Vorgehen überlegt, welche Keimzellen nochmal gebildet worden können, ist euch klar, dass jeweils ein Organismus nur eine Sorte Keimzellen bilden kann, weil sie ja homozygot, also reinerbig sind. Das heißt, Blacky auf der einen Seite hier kann nur klein g, groß b Keimzellen und Roti auf der anderen kann nur groß g, klein b Keimzellen bilden. Für die F1-Generation ist das Kreuzungsschema deshalb logischerweise recht simpel. Es ist auf der einen Seite Blackys klein g groß b und in einer kurzen Tabelle notiert, auf der anderen Seite groß g klein b. Diese beiden Keimzellen kombiniert ihr jetzt einfach. In echt würden sie ja auch miteinander verschmelzen. Und hier ist die Konvention, dass man den großen Buchstaben immer nach vorne schreibt, also groß g klein g groß b klein b. Notiert euch daneben, das macht Sinn, immer den Genotyp und den Phänotyp. Für die F1-Generation ist das logischerweise einfach. Im Genotyp haben eben alle groß g, klein g, groß b, klein b. Phänotyp, das Aussehen beschreibend, heißt also, alle sind schwarz und gescheckt. Hier ist also die erste Mendel-Regel, die Uniformitätsregel, noch bestätigt. Wir machen an dieser Stelle auch weiter, wie es gewohnt war. Wir kreuzen innerhalb der F1-Generation. Auch das würde ich durchaus so mit hinschreiben, dann ist euch ganz klar, was ihr zu tun habt. Und notiert auch dieses Kreuzungsverhalten. Das heißt, es ist ja wieder völlig egal, welche Tiere ihr nehmt, die sind ja alle völlig identisch. Also zweimal das gleiche, groß g, groß b, klein b, mal g, groß b, klein b. Hierfür ist das Notieren der Keimzellen jetzt besonders wichtig und nicht mehr so einfach wie vorher. Denn ihr müsst überlegen, dass jetzt aus einer diploiden Zelle mehrere Zellen entstehen können. Denkt euch also, dass ja immer nur bei der Meiose homologe Chromosomen getrennt werden. Und welche das sind, das ist dem Zufall überlassen. Das heißt, entweder kommt zu dem großen G, was sich ja von dem kleinen G trennt, das große B dazu,
Oder zu dem großen G kommt das kleine B dazu. Gleiches gilt für das kleine B. Auch dieses kann sich entweder mit dem großen B oder mit dem kleinen B zusammentun. Das sind also die vier möglichen Keimzellen für einen Organismus. Schreiben wir sie der Vollständigkeit halber auch zweimal für beide Organismen auf. Und auch diese werden, sobald das geschehen ist, in ein Kreuzungsquadrat überführt. Das ist jetzt logischerweise ein bisschen länger, aber auch hier ganz simpel gestaltet. Ihr schreibt wieder auf die eine Achse oben alle möglichen Keimzellen und macht dies auf der Seite ebenfalls. Ihr werdet feststellen, dass die Arbeit die gleiche ist, wie ihr sie aus der zweiten, dritten Mendel-Regel kennt. Ihr kombiniert jetzt einfach wieder alle Keimzellen miteinander und beachtet die Konvention, dass ihr den großen Buchstaben nach vorne und den kleinen nach hinten schreibt. Ich werde mir jetzt die Mühe sparen, das für jede Zelle zu tun. Ihr erkennt das Grundprinzip. Ihr macht das wie beim Schiffe versenken und kombiniert einfach die beiden Keimzellen in der Zelle, die dann in der Mitte steht. Und erhaltet dann, ich mache es jetzt mal nur für die erste Zeile, so eine Groß-G-Klein-B-Situation. Macht das für die anderen Zellen hier unten ebenfalls und notiert am Ende, auch das spare ich mir jetzt hier, weil es viel zu viel Aufwand ist, auch wiederum noch die Genotypen und die Phänotypen. Mir ist klar, dass es viel Schreibarbeit ist, gerade bei den Genotypen. Das sind mehr als 9 mögliche Kombinationen, die man hier alle hinschreibt. Man sollte auch dazu notieren, wie viele es sind. Auch bei den Phänotypen sind es hier zumindest 4 verschiedene, die man aufschreiben kann. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr das auch tatsächlich auszählt, um dann herauszufinden, ob dann die dritte Mendel-Regel auch tatsächlich bestätigt ist. Wenn ihr das einhaltet, geht euch im Normalfall nichts mehr verloren und ihr könnt auch mit verschiedenen Ansätzen, die vielleicht hier oben ganz anders aussehen, umgehen, ohne komplett durcheinander zu kommen.